Ja, vielen Dank. Ich erinnere mich an eine Nachricht im Fernsehen über eine russische Frau, die vor dem Olympiastadion stand, ein Plakat gegen das Anti-Homosexuellen-Gesetz hochhielt. Sie wurde beschimpft, wurde bedroht von einer Horde junger Männer, von der Polizei unter dem Gejohle derselben abgeführt. Es war eine Katastrophe. Homophobie hat eine schlimme und nicht aufgearbeitete negative Tradition in Russland. Persönlichkeitsstörung, Kranke, Perverse, es ist eine Katastrophe. Und nun dieses Gesetz. Und ich denke, wir müssen das dringend, dringend angehen. Die Menschenrechte sind universal. Sie müssen weltweit gelten. Sie müssen natürlich auch in Russland gelten. Was denn sonst? Allerdings, wir brauchen den Dialog dazu mit Russland. Mit Sanktionen kommen wir überhaupt nicht weiter. Wir müssen reden. Wir müssen ernsthaft reden, das nicht als Feigenblättchen benutzen. Und deshalb unterstütze ich den Ansatz der Kommissarin, die hier wirklich arbeitet, die hier wirklich versucht, die Diskussion aufzumachen, vielleicht als einzige überhaupt. Und ich bin ärgerlich über den Rat, der wie immer in diesen Fragen alles verschläft und der wie immer in diesen Fragen sich nicht wirklich einsetzt und eigentlich zu tun hat in den eigenen Ländern mit der Homophobie und auch dort nicht genügend unternimmt. Also ich wollte Ihnen einfach sagen, Frau Kommissarin, machen Sie hier weiter. Es ist ungeheuer wichtig, auch für Leute, die es betrifft. Und ja, ich möchte gerne wieder nach Russland fahren, auch in den Urlaub, mit ruhigem Gewissen. Und vielleicht können wir alle da ein wenig beitragen. Gracias, señora Ernst.